Yo, yo und herzlich willkommen zu Five Nights at Freddy's. Ich habe das Spiel vor ein paar Tagen bekommen. Und genau, ich habe es einmal kurz in meinem Stream gespielt. Habe erst gar nicht geblickt, wie es funktioniert. Jetzt weiß ich ungefähr, wie es funktioniert. Und werde es euch mal kurz vorführen. Und dazu fangen wir direkt mal mit der zweiten Nacht an. Die erste Nacht habe ich schon geschafft. Und obwohl, ich zeige euch mal, das von ganz vorne ist besser. Ich zeige euch mal die erste Nacht. Und dann seht ihr mal, wie das von ganz vorne aussieht. Und ich warne schon mal vor, es gibt ein paar Jumpscares. Aber die gehen, die sind nicht so schlimm. So, wir fangen mal an. Es ist 12 Uhr mittags, nachts, genau. Und wir müssen die Nacht überstehen, bis um 6 Uhr morgens. Und los geht's. Hier sehen wir die ganzen Kameras, die wir auch umschalten können. Und hier sehen wir die Figuren. Und die wandern mit der Zeit Richtung zu uns, in unser Zimmer, hier rein. Wir machen mal Mute Call, versteht man eh kein Wort. Also es geht darum, dass diese süßen Kuschel-Teddybärchen, die fangen von hier oben an, Cam 1A, und wir stehen hier, ganz unten, ihr seht ja U. Und die dürfen nicht in unseren Raum kommen. Sprich, wenn die hier auf Cam 2B sind oder Cam 4B, müssen wir diese Tür zuschließen. Zack. Oder die linke Tür zuschließen. Tür zuschließen. Und wir haben aber nur, hier links unten seht ihr, 91% Power, jetzt noch 90. Jedes Mal, wenn wir die Kamera angucken, verbraucht es natürlich Strom. Und jedes Mal, wenn wir eine Tür runter machen, verbraucht es auch Strom. Also das bedeutet, wir können jetzt eigentlich noch ein bisschen warten, bis diese Bären näher sind. Jetzt stehen sie bis jetzt alle noch oben. Wir können mal durchseppen. Und wenn die los anfangen zu laufen, dann sehen wir die halt in den Kameras hier drin. Dass die zum Beispiel jetzt hier stehen sie dran. Oder hier. Und wie gesagt, wenn sie mal hier stehen oder hier oder hier oder hier, dann wird es gefährlich. Dann müssen wir die Türen zumachen. Und bis dahin müssen wir halt Strom sparen, weil wenn der Strom aus ist, haben wir verloren. Und wir können dann auch keine Türen mehr zuschließen. Und wir müssen bis 5 Uhr oder 6 Uhr, glaube ich. Ich glaube 6 Uhr. Dann müssen wir durchhalten. Und wir sparen jetzt einfach mal ein bisschen Strom, so ein paar Sekündchen. Und gucken dann gleich nochmal auf die Kameras. Ich glaube, so bis 80% können wir warten, bis wir bei 80% Strom sind. Dann dürfte noch nicht so viel passieren. So, und gleich sind wir bei 80. So, und jetzt gucken wir mal ganz kurz die Kameras. Kameras. So, also hier oben stehen zumindest noch drei Stück. Einer ist, glaube ich, es sind immer vier Stück. Wir schalten mal durch, ob da vielleicht der vierte irgendwo rumsteht. Da, ganz links, habt ihr gesehen? Ich warte mal, bis die Kamera reinschwenkt. Da steht nämlich einer. Dachte ich zumindest gerade. Hier. Und er macht sich jetzt auf den Weg zu uns. Oh, 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 oh. Wir gehen nochmal zurück. Und sparen nochmal ein bisschen Strom. So, wir haben 2 Uhr nachts, meine Freunde. Also wir haben schon 2 Stunden überstanden. Und wir haben noch 72% Strom. 71 jetzt. Wir warten einfach nochmal ein bisschen ab. Ach, wusstet ihr das übrigens? Wenn man hier auf die Nase klickt. Ansonsten kann man hier, glaube ich, nicht viel anklicken. Wir warten, wir warten, wir warten. Soll ich gucken, soll ich gucken? Ja, komm, wir gucken mal. Oh. Da ist niemand. Hier ist das auch weg. Wir gucken mal, ob er hier ist. Ah klar, hier ist er doch. Ich glaube, das ist auch. Nein, da ist er, da ist er, da. Da links. Da ist noch keiner, also alles cool. Wir werden mal nochmal ganz kurz ein bisschen Strom sparen. Wie gesagt, wenn wir diese Tür nach unten bewegen, also schließen,
in der ganzen Zeit, wo die Tür nach unten steht, kostet es uns ziemlich viel Strom. Wir können auch Licht anmachen. Das bedeutet, wenn diese komischen Kuscheltierchen vor der Tür stehen, dann können wir die noch abfangen, wenn wir das Licht anmachen. Dann können wir noch im letzten Moment die Tür zumachen. Aber wie gesagt, diese Bärchen sind ja noch nicht bei uns. Die sind noch ein bisschen weiter weg. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. So ein, zwei Minuten. Wir haben 3 Uhr nachts. Und jedes Mal, wenn wir die Türen schließen und die stehen davor, dann gehen die natürlich wieder weg. Dann laufen die wieder zurück. Und dann können wir die Türen irgendwann wieder aufmachen und Strom sparen. So, wir gucken jetzt mal, wo sie sind. Oh, seht ihr? Hier Camp 5, der war vorher nicht da. Hier steht einer. Und es sind alle weg, bis auf einer. Das ist ganz oben hier. Oh, 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 oh. Oh, hier ist auch einer, seht ihr? Der Schatten. Hier ist einer. Oh, jetzt machen sie sich alle auf den Weg. Oh, oh, jetzt geht's gleich ab. Hier, die Cam geht nicht. Hier ist auch schon einer, seht ihr? So, wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Wir müssen nochmal so ein paar Sekunden Strom sparen. Und ja, wir haben 3 Uhr nachts. Ich lenke mich mal ein bisschen ab mit Singen. Komm, wir gucken nochmal. Ich kann es nicht aushalten mehr. Wir müssen gucken. Oh, jetzt sind sie schon hier. Jetzt steht hier einer schon, seht ihr? Jetzt müssen wir gleich, glaube ich, eine Tür zuschließen. 4 Uhr haben wir. Noch 2 Stunden müssen wir durchhalten. Wir gucken nochmal. Oh, der steht direkt vor der Tür. Jetzt müssen wir hier die Tür zuschließen. Und auf der rechten Seite ist noch niemand, oder? Nö, hier ist keiner. Okay. Jetzt warten wir mal kurz. Und das zieht halt auch ziemlich viel Strom ab, wenn wir die Türen zu geschlossen halten. Seht ihr, wie der Strom nach unten rennt. 43%. Wir gucken mal, ob er weg ist. Nö, er steht immer noch da. Das bedeutet, wir müssen die Tür geschlossen halten, solange bis er weg ist. Boah, hört ihr das? Klopft der gegen die Tür oder was macht der? Ja, der steht immer noch da, verdammt. Oh, oh. Der soll mal gehen, wir haben nämlich fast keinen Strom mehr. Wir gucken nochmal. Jetzt ist er weg, seht ihr? Jetzt ist er weg. Jetzt können wir auch die Tür wieder aufmachen. Zack. Puh, einmal durchatmen. 4 Uhr, komm, komm, schnell, Zeit. Geh vorbei, bitte, geh vorbei. Ich möchte euch nämlich die erste Nacht zeigen. Ich spiele es auch in meinem Stream, jeden Sonntag 18 Uhr. Kommt gerne mal vorbei. Twitch TV, Nock spielt. Komm, wir gucken nochmal. Da steht einer, seht ihr? Da hinten. Und, oh, hier ist auch einer. 5 Uhr. Oh geil, wir müssen noch eine Stunde schaffen. Noch eine Stunde. Licht, 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 Licht. Da steht bis jetzt noch niemand. Wir gucken nochmal in die Kameras. Da steht einer. Und hier steht einer. Und von diesen 2 Zimmern können sie zu uns kommen. Und wenn sie da stehen, sofort Türen schließen. Komm, wir hupen einmal. Weil es so Spaß macht. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Komm, bis 6 Uhr müssen wir durchhalten. Da ist der Nächste. Oh, 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 oh. Der Nächste. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Also links immer gesichert. Und rechts kommt der Nächste. Seht ihr? Hier steht er. Also die linke Tür haben wir zu. Oh, der kommt jetzt, ich glaube, zur rechten Tür. Habt ihr gerade gesehen, die Kameras gingen gerade aus. Ich glaube, der knabbert sich da durch gerade. Und er steht da davor. Schnell Tür zu. Oh, oh, hoffentlich gehen die schnell. Unser Strom ist gleich alle. Yo, wir haben es geschafft. Yes. Yay! Bis 6 Uhr. So, und jetzt kommt die zweite Nacht. Komm, die spielen wir jetzt auch noch. Die werde ich auch noch, ich werde jetzt hier einen kleinen Cut machen und die zweite Nacht
fängt gleich an.